Es sollte die am einfachsten zu verfilmende Videospiel-IP der Welt sein. Stattdessen kriegen wir Resident Evil, die Serie, hier bei Bada Binge. Wieder mal unsere Pforten und mit dabei heute zwei Leute, die gar nicht so häufig bei Binge sind, aber ich freue mich sehr. Und kurz eine Sache natürlich. Ich bin gerade die Vertretung für Schröckert, der ist im Urlaub. Wir können ihn nicht ersetzen. Niemand kann den Schröck ersetzen. Deswegen habe ich auch kein Tablet, sondern einfach nur ein paar läppische Papiere, die ich mir heute im Zug zusammengeschrieben habe. Kannst du trotzdem so tun, als ob du das scrollst auf dem Papier? Ja, ich kann so tun, als hätte ich hunderte Seiten geschrieben. Moment, da muss ich noch mal gucken, wo war das noch mal? Ah, hier. Und dann diese eine Seite, die ich habe. Okay, wir sprechen über Resident Evil, die Serie. Und wir haben da Colin, natürlich, als auch Fan der Serie, nehme ich an, und Spielveteran. Ja, Fan der Serie legst du mir natürlich jetzt was Tollkühnes in den Mund. Spieleserie mal. Ach so, der Serie. Nein. Ich meine das Original. Ja, auf jeden Fall. Große, große Leidenschaft, Affinität. Aber wir alle wissen, das Resident Evil-Universum ist wirklich eine der wildesten Achterbahnfahrten der letzten 30 Jahre. Es sind ja bald, die das Franchise auf dem Buckel hat. Also. Und du bist ein Achterbahn-Fan, ne? Ich bin ein Achterbahn-Fan. Ich weiß, was eine gute Achterbahn aus. Gucken wir mal, welche Korkenzieher die neue Serie hat. Aber mit dabei ist auch Gregor und dich haben wir auch nicht so häufig, ne? Nee, ich schaue ja auch nicht mehr wirklich so viel. Ich habe ja Schröck schon gesagt, wenn ihr mal die Cagney und Lacey Sonderfolge macht, bin ich dabei. Gibt es da schon einen Termin für? Ja, 2028, glaube ich, im Produktionskalender. Cagney und Lacey kenne ich nur quasi als Second Screen bei Al Bundy, wenn das angekündigt wurde, als was besonders Langweiliges. Ich wo dann Al so, oh. Ich war schockiert, als ich vor einem Monat krank gewesen bin. Und da habe ich tatsächlich mal den Fernseher angemacht. Und die zeigen bei One TV oder so, ist dieses ARD-Zweitverwertung oder so, die sie online haben, zeigen tatsächlich alte Cagney und Lacey-Folgen. Und in der ersten Staffel war noch Mac Foster mit dabei, die dann ausgetauscht wurde. Aha. Die mit den grünen Augen aus Herkules, sag ich schon, aus He-Man. Alter, das, okay, das habe ich. Wow. Und sie leben. Ja, also Cagney und Lacey habe ich original, glaube ich, die letzten 20 Jahre nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt habe ich gerade auch wieder Bock, meine Kindheit. Was mit Agentin mit Herz? Agentin mit Herz okay, habe ich vor 15 Jahren noch dran gedacht. Veronica Hart? Bruce Boxleiter. Herzlich. Okay, scheiße. Also Resident Evil. Ja, wir haben Zeit, keine Sorge, wir haben 40 Minuten und das ist mehr, als man über diese Serie eigentlich reden sollte. Das sieht man, weil ich das letzte Mal regelmäßig Serien geguckt habe. Ja, und dann sowas. Das stimmt. Das ist das Traurige. Und dann sowas. Hast du überhaupt einen Qualitäts Maßstab, wenn du gar keine Grundlagen hast. Natürlich. Naja, irgendwann habe ich dann nur noch Star Trek geguckt. Das ist das Ding Star Trek und Buffy. Alles mit Cagney und Lacey abgeglichen. Das hätten sie bei Cagney und Lacey besser gemacht. Eine Sache noch, bevor wir gleich zur Vorstellung kommen. Das passt super, weil das Ganze hat einen 90er-Jahre-Vibe und es passt wunderbar zu den Serien, die hier gerade erwähnt wurden. Wir gucken uns jetzt mal eine Zusammenfassung an zu Resident Evil, die Serie. Nicht zu verwechseln mit Resident Evil, dem Film, der vor kurzem kam, oder den Trillionen furchtbaren Anderson-Teilen oder den CGI- oder Animationsserien, die es auch gibt. Es gibt eine Menge, aber jetzt geht es um die Serie, die gerade auf Netflix rausgekommen ist. Hier ist unsere Zusammenfassung. Die Resident Evil-Reihe erfindet sich neu und die Umbrella Corporation mit ihr. Der skandalgebeutelte Pharmaziekonzern will mit dem Antidepressivum Joy die Welt verändern. Und das gelingt, wenn auch anders als geplant. Denn die Medikamente enthalten das monstererschaffende T-Virus. Entwickelt wird Joy von niemand Geringerem als Albert Wesker, dem Antagonisten des Resident Evil-Franchises. In der neuen Netflix-Serie stehen nun er und seine beiden Töchter im Mittelpunkt. Abwechselnd sehen wir in den 8 Folgen die Ereignisse in New Raccoon City, die 2022 zum Untergang der Welt führen. Und das, was 14 Jahre später aus ihr geworden ist. 2036 ist Weskers Tochter Jade eine von nur noch 300 Millionen überlebenden Menschen. Doch was ist mit ihrer Halb-Zwillingsschwester Billy geschehen? Das und mehr seht ihr seit dem 14. Juli. Wir haben die Serie angebinged und verraten euch, ob wir sie enjoyed haben oder ob wir lieber die Spiele nochmal spielen. Ja, danke Mel für diese wunderschöne Zusammenfassung. Das ist es eigentlich. Die Serie hätte es geschafft, wenn man das Spiel stehen lassen würde, um die Serie zu gucken. Dann hätte es die Serie geschafft, dann wäre sie wirklich gut. Und die Filme hatten schon immer eine konfusere Story als die
Spiele, was eigentlich weird ist, weil die Spiele sind auch schon konfus. Ich sag Moment, wir kommen gleich zu. Ich wollte nur sagen, dass es eigentlich einfach sein sollte, ein Stoff um Spezialeinheiten, Zombies, ein Chemiekonzern und das war es eigentlich schon, quasi in eine Serie zu verwandeln. Warum das unserer Ansicht nach, kann man schon mal vorweg sagen, nicht so ganz geklappt hat, wenn wir jetzt hier erarbeiten und ich glaube, Gregor, du wolltest schon sagen. Ich will nur eine Sache reinschmeißen, wenn ihr jetzt wild hin und her dann, glaube ich, dann quatschen, da wir ja alle sehr erfahren sind, was die Serie und auch die Storys der Serie angeht. Wobei, ich habe da auch schon immer für mich dann schon früh, eigentlich habe ich mich damit abgefunden, Resident Evil ist B-Movie-Trash. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, was die Spiele angeht und auch volle Pulle. Also die Spiele geben ja auch nichts anderes vor, was anderes zu sein, wenn schon der parodistische Ansatz im ersten Teil dann schon vorhanden war mit den Jill Sandwiches und alles drum und dran. Ich glaube, diese Serie kriegt durchaus vernünftige Bewertung. Ne? Du hast sie dir offensichtlich nicht angeguckt. Hast du noch nicht die 3,6, die ich gestern bei IMDb hatte? Ja, durchschnittlich 3,5. Oder okay, ich hab irgendwas mit 55% oder so. Ne? Ich glaube, das gilt noch als okay, was angeht. Wenn da nicht Resident Evil draufstehen würde, ne? Weil so für mich ist es eine generic Zombie-Serie mit ein paar Namen plus Designs aus der Serie, die da so draufgestreut wurden. Und ich zum Beispiel bin jetzt nicht im Markt für eine noch weitere Zombie-Serie, weil ich bin so müde von Zombies in Filmen und Serien. Da kitzelt sich's nicht mehr, wenn ich dann, oh, guck mal, wir gucken nach draußen und ein Meer von Untoten oder Mutierten oder was auch immer, die dann jetzt hier sind. Und da habe ich schon 8 Millionen Mal gesehen. Und nur weil da alle paar Folgen mal ein Dicker auftaucht und einer Albert Wesker heißt. Ich habe nicht den Zugriff und wir haben auch unterschiedlich weit geguckt, ne? Weil ich habe jetzt drei Folgen. Du hast drei, Colin hat 5 und ich habe mir den ganzen Kram komplett angeguckt. So habe ich. Ich werde es immer noch durchziehen. Das sei egal, wie wir auseinandergehen, weil ich habe jetzt so viel investiert. Ich zieh's jetzt durch. Ist das so eine Sunken Cost Fallacy, dass du quasi jetzt habe ich 5 Stunden investiert, die 3 machen jetzt den Kohle auch nicht mehr fett. Also ich muss sagen, ich bin vielleicht noch derjenige, der mit der Serie vielleicht am wie soll ich sagen, am wohlwollendsten hier ins Gericht geht. Das ist so ein Gefühl, ohne dass wir jetzt schon detailliert eingestiegen sind. Weil ich habe für mich was akzeptiert, was ich lange nicht akzeptieren konnte. Dass das Resident Evil Franchise offensichtlich für viele Menschen extrem unterschiedliche Dinge bedeutet und darstellt. Weil ich bin auch noch so im Prinzip Resident Evil, das Spiel war damals ein Erweckungsmoment mit diesen ganzen, das war das Herrenhaus, das hatte so diesen Oldschool-Spuk, Spezialeinheit, Monster, Umbrella. Und dann ist es natürlich in den Spielen, vor allem aber in diesen verachtenswerten Filmen, die ich wirklich, die mir das Herz rausgerissen haben, weil die immer mehr in so eine Richtung gehen, in die sich ja auch die Spiele teilweise entwickelt haben, große, muskelbepackte Spezialeinheiten durchzuschicken, Riesenballereien zu veranstalten, die Welt geht unter, Mila Jovovich springt in Zeitlupe aus Autos, also all das, was für mich den Markenkern, eine gruselige Serie, die irgendwie Horror mit Science-Fiction so ein bisschen zu einem blutigen Splatter-Feuerwerk mixt, das ist es anscheinend nicht. Und mittlerweile, glaube ich, fragst du 10 Leute und 8 geben dir eine andere Antwort, was für sie Resident Evil bedeutet. Und wenn man das akzeptiert, dass es, wenn man heute sagt jetzt, ey, Netflix, Serie, haben wir vorher nicht gehabt, es gab nur die Filme, es gibt die Spiele, wir müssen das aber weiter breiter bringen. Wo setzt du da an? Sagst du dann, okay, wir machen quasi back to the roots, wie alles begann, so versuchen das eher klein zu halten? Machst du irgendwie, okay, im letzten Film, da ist die Welt explodiert, da setzen wir jetzt an mit irgendwelchen langweiligen Freiheitstruppen und Umbrella kriegt wieder aus der Höhle. Also wo setzt du an? Und da versucht grundsätzlich für mich die Serie erstmal einen interessanten Spagat mit diesen beiden Zeitebenen zu sagen, so, es gibt die Normalzeit. Ich habe übrigens lange gebraucht. Ich habe in der dritten Folge erst gecheckt, was ihr schon alle kapiert habt, wenn ihr nur den Teaser gesehen habt, dass die ältere Jade, die in London 2036 aufwacht, die Tochter ist. Ich habe das bei mir ewig gedauert. Ja, sie sieht fast gleich aus. Ja, ich weiß. Die Schmalzlocke. Ich finde, die sehen nicht wirklich gleich aus. Ich finde, beide sehen in beiden Zeiten für mich sehr unterschiedlich aus. Ich war nur dumm. Das ist halt keine Spoiler. Man erkennt es trotzdem recht schnell. Ich meine, die haben natürlich ähnlich aussehende Schauspielerinnen genommen, ne? Dass du zumindest dann den Eindruck haben kannst, so würde die erwachsen aussehen. Ja. Und jetzt lass mich noch den Satz eben zu Ende bringen, diese beiden Ebenen. Also dieses, wie kommt es dazu, dass diese ältere Schwester später in der Apokalypse unterwegs ist. Ich finde das grundsätzlich, ich mag solche Dualitäten auch in der Zeit. Ich finde per se, und da gibt es, glaube ich, die Leute, die mir dafür schon irgendwie das Herz rausreißen wollen, die 2022-Ebene interessanter, weil die einfach eine neue Facette reinbringt oder einen anderen Blickwinkel, vielleicht ein bisschen Teenie-lastig, aber okay, ich lasse mich auf was ein. Bisschen Teenie-lastig. Und die andere Ebene, und jetzt komme ich, diese Zukunftsebene.
wo in der natürlich die ganzen, ja, da kommt noch mal das Vieh vor und das und Resident Evil Fans freut's, alle anderen gucken einfach nur zu. Das ist für mich diese Mila Jovovich-Ebene, wo einfach abgeranzte Leute, irgendwelche Mini, also wie so eine Rollenspiel-Quest in einem schlechten Spiel. Ja, oh, der will eine doppelte Münze, dann geht's da weiter, wird da geballert, da sterben alle weiter, wir pflichten. Also das ist so eine Nummernrevue in trashigem B-Movie-Action. Weißt du, so, bin ich? Jetzt bin ich erstmal fertig, sorry. Ich würde gerne was dazu ergänzen, und zwar hast du ja gesagt, was Resident Evil für die unterschiedlichen Leute bedeutet. Und da musst du ja an Paul Anderson denken. Für den war das nämlich einfach eine Möglichkeit, Mila Jovovich anzugraben. Er hat nämlich, ist jetzt kein Witz, er hat in einem Audiokommentar zugegeben, dass er diese Figur Alice reingeschrieben hat, die auch viel cooler ist als alle anderen Resident Evil-Charaktere, um Mila Jovovich kennenzulernen durch den Dreh. Und es hat tatsächlich geklappt. Also wenn jemand mal schlecht. Das wurde schon sehr häufig durchgekaut, dieses ganze Mary Sue-Konzept und auf alle möglichen Franchises angewendet. Bei den Resident Evil Anderson-Filmen kann man es wirklich dann so sehen. Ne? Der quasi Insert-Character Alice, die dann viel cooler ist als alle anderen Charaktere, die man schon kennt. Ja, und kaum Fehler eigentlich oder gar keine. Ich kann mich an keine Fehler erinnern, die Figur Alice hat. Ich muss aber auch sagen, gerade der erste geht noch. Also den ersten kann man noch gucken. Es wird wirklich jedes Mal 50% schlechter und da bist du dann irgendwann bei 10%. Da bin ich auch bei, ich glaube, das haben wir auch schon mal häufig diskutiert. Also von allen Resident Evil Anderson-Filmen. Der erste ist noch zumindest der am wenigsten schlechte, kann man sagen. Ne? Der hat ein paar ikonische Szenen. Ja. Also alleine, dass sie dann bei Resident Evil 4 einfach mal die Korridor-Szene übernommen haben. Mhm. 1:1 sagt ja schon einiges. Hat einen guten Soundtrack gehabt, ein paar nette Stimmungssachen und so weiter. Es geht komplett runter dann. Also wirklich qualitativ so weit. Sturzflugartig. Wie bei Starship Troopers oder so. Also, ich habe irgendwann ein paar Sachen ausgelassen und dann mal in den 5. oder 6. eingeschaltet und auf einmal ist die ganze Welt weg und die sind in irgendwelchen Laboren mit Wesker, der durch die Zeit irgendwie. Ja, weil sie aber auch alle macht. Sie haben alle bekannten Charaktere getötet in den Filmen. Irgendwann war keiner mehr übrig. Die waren dann in einem geklonten Dorf später, ne, oder? Oh. So ganz am Ende bei dem Afterlife. Was na, ich habe die, hab die nicht mehr. Keine so, Erinnerung. Die waren ist immer nur das Gleiche. Sie haben in alle wieder zurückgeholt. Oder in der Stadt ist alles kaputt. Monsterhorden. Die haben übrigens kriegt mit dem Motorrad in Zeitlupe eine Rampe oder so. Ey, ich alles so gelacht, oh Gott, ey. Mit dem Motorrad in der Kirche hoch. Und ja, sowas. Ja, so das ist und es explodiert. Und danach sagt Jill Valentine, sagt, I'm good, but I'm not that good. Ja. Und dann kommt Resident Evil 6 und die sagen, oh, so müssen wir unsere Spiele machen. Genau das wollen die Leute spielen. Wir mixen alles schlecht, was andere besser machen und schreiben Resident Evil drauf. So, wir müssen jedenfalls, nein, ja, ihr habt ja recht, ich habe mich ja genauso auch aufgeregt. Es ist diese alten Wunden, die platzen auf und das Alte brodelt hoch, ne, und plötzlich bilden sich Blasen am Phantom und dann platzen die auf, ne, das muss raus. Nur mal zum Vergleich, die Filme haben, der erste Resident Evil hat bei IMDb 6,6. Der letzte hat immer noch 5,5. Wir reden hier bei einer Serie von 3,5. Nur mal so. Ja. Und der letzte Welcome to Raccoon City, den ich noch nicht gesehen habe, von dem ich mir ein bisschen was erhofft habe, der aber auch ziemlich abgekackt ist wohl. Auch qualitativ hat 5,2. Also wir sprechen hier wirklich von noch mal einem Absturz zu dem, was ohnehin schon nur der Mittelwert war, der Durchschnitt, wie gut ein Film sein kann. Ja, kurz. Ja, nee, ja, mach du erstmal. Um die Kurve dann nochmal dann wieder drüber zu schlagen. Du hast es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass es einfach spätestens seit den Filmen auch getrennte Fans gibt. Es gibt bestimmt welche, die dann nur die Filme geguckt haben, die dann auch immer wieder in diese Anderson-Filme reingegangen sind. Nicht umsonst waren die ja lange Zeit einfach, man konnte sich kaum erklären, warum die so viel Geld machen. Und ich kenne mir immer noch nicht erklären. Anderson durfte dann ja auch nochmal mit Jovovich gemeinsam jetzt Monster Hunter genauso, weil der Erfolg so groß war von den Resident Evil-Filmen. Ey, das ist derselbe Klientel wie bei. Es gab so eine andere Serie. Underworld. Zum Beispiel. Oh Gott, das meinte ich nicht, aber das ist sehr gut. Das ist so, das gucken Leute, die eigentlich so ein bisschen Resident Evil kennen, aber auch denen das auch ein bisschen egal ist, die nicht so Fanboy-artig wie wir sind. Die gucken das halt, weil, geil, irgendwas bisschen passiert. Horror, bisschen Action. Und genau, ich wollte nur, damit er die wieder zur Serie hier zurück. Ich würde dir auch beipflichten, Colin, von wegen, was die beiden Timelines sagen. Ich habe jetzt 3 Folgen gesehen. Und das ist alles natürlich noch am Aufbau und die spielen natürlich hin und her. Oh, wir sehen, wie das dann fertig ist und wie kommt es dazu? Spannungsaufbau immer hin und her zwischen den Timelines. Ich finde die spätere Timeline, wo die Action ist, recht dröge. Die ist super. Wie gesagt, es ist generisches Zeug, was du in 3 Milliarden Zombie-Serien und Filmen gesehen hast, mit ein bisschen Resident Evil Touch. Plus, ganz komisch finde ich da so immer dieser eingestreute Humor ab und zu. Mal haben sie diesen einen etwas rundlicheren Charakter, der immer essen muss und so ein bisschen auch Comedy-Charakter ist. Oder die Dame mit der Katzenlady, die besucht wird und alles drum und dran. Da bin ich bei der
ersten Timeline, wie es aufgebaut wird, das ist schon interessanter. Da finde ich die Figuren mit Ausnahme von Lance Reddick, Albert Wesker, alle super unsympathisch, muss ich sagen. Das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wir haben ja auch noch gar nicht so richtig, wir reden jetzt schon über alles Mögliche, aber so richtig zusammengefasst, warum die nicht funktioniert, die Serie, haben wir es noch gar nicht. Mein Hauptproblem war von Anfang an, und das sieht man auch schon im Piloten, guckt es euch einfach an, die Hauptfiguren sind allesamt unsympathisch. Mhm. Der sympathischste ist Albert Wesker. Ja. Das alleine ist schon irgendwie weird. Und dann ist dieser Albert Wesker halt null in irgendeiner Form verwandt, verschwägert oder benimmt sich auch nur annähernd so wie der Wesker, den wir kennen. Also selbst diese Figur ist völlig losgelöst von dem, was man kennt. Der einzige, der unsympathisch sein sollte, Wesker. Ja, aber ich finde genau, das ist für mich der spannendste Kniff dabei. Also, weil, ich glaube, wir müssen noch mal, lass noch mal kurz noch mal einordnen, was Resident Evil ist. Und deswegen hat man, glaube ich, auch als Drehbuchschreiber oder so, wenn man das als Film macht, aus meiner Sicht so seine liebe Mühe. Die Geschichte, dass irgendein Virus ausbricht und Menschen mutieren lässt oder Viecher, die war immer schon dünn. Die war nichts. Und auch die Spieler haben sich ja immer bemüht mit, da gibt's doch die Variante. Das irgendwie zu was Komplexerem und dann war das der Vater von dem und der Onkel da. Und man muss sagen, es ist, da kommt kein super geiler neuer Twist rein. Ja, es gibt immer noch ein neues Layer und man kann immer noch sagen, es gibt die Sidequest und dann nochmal den Zeitsprung. Aber die Grundidee, irgendwelche Versuche gehen schief und die Menschen kämpfen ums Überleben, ist alt. Die ist billig und dann ist es für mich schon mal grundsätzlich, den Anspruch hat man an Serien heute, dass du nicht einfach sagst, so, wir machen jetzt das Ballerfest, also in welche Richtung gehen wir? Wir erwarten jetzt mehr von den Charakteren, wir müssen denen ein bisschen mehr Vielschichtigkeit geben. Serien haben ja einfach einen Anspruch zu Recht mittlerweile, den Resident Evil jetzt auch nicht einlösen kann. Und deswegen finde ich zum Beispiel die Figur von Albert Wesker, das ist das, was mich als Fan vom Grundfranchise halt hookt. Dass du nicht den Pilotenbrillen, sonnengeblonden, es geht nicht um die Optik, ne? Nein. Ich meine eher die, also eher das, darauf will ich auch hinaus. Die Art, ne? Genau. Der Charakter. Aber das ist doch das Spannende, dass du hier den, und das merkst du in der ersten Folge, du hast auf der einen Seite den vermeintlich liebenden Vater, wo alle sagen, was? Ja, das ist Albert Wesker? Der sich um das kümmert, der aber natürlich mit Umbrella zu tun hat. Der sich von seinen eigenen Töchtern die ganze Zeit super nervig anmachen lässt. Tut er. Behandeln ihn eigentlich, als wäre er da irgendwie aber nur. Aber du willst es ja nicht mit der Blutbank verscherzen. Ja. Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass die, das sind ja eine Investition in die Zukunft. Wenn das jetzt die gleiche klischeehafte Billig-Bösewicht-Abziehfigur gewesen wäre, wäre das halt einfach unfassbar lame. Wie böse kannst du sein? Das muss ja dieser andere Typ schon machen. Diese cartoonhafte Fratze, die Umbrella da auf die Jagd schickt. Ja. Aber ich möchte nur eine Szene, die mir wirklich gut gefallen hat. Das war nicht mega subtil, aber für das Verhältnis der Serie war das eine richtig coole Szene. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hattest, ist vielleicht in der zweiten oder dritten, wo Albert Wesker eben zur Direktorin bestellt wird, weil die eine Tochter vermeintlich jemanden geschlagen hat. Und dann ist der Vater von der anderen Tochter da. Und da alle, kann alle in dieser Stadt arbeiten für Umbrella. Genau. Die Direktorin, die Schule, ist das quasi eine eigene Enklave. Ja. Nur damit man das noch versteht, was genau. Und du denkst, die Direktorin, das sind die beiden Väter da und Wesker, ja, sorry, meine Schwester, sie will Sozialstunden machen. Und macht dann, und das spielt er auch sehr gut, so dieses, das erste Mal, dass er so eine Machtdemonstration macht, indem er sagt, naja, ach, sie arbeiten doch auch bei Umbrella. Wie viele was können hier einen Job machen? Genau. So mein wissen Sie, mein kann nur ein. Und das macht ja auch so eine. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ja. Ist im Grunde das mit extra Steps. Aber das macht er halt gut. Genau das. Weil das macht er halt schon so, dass er ist irgendwo noch sympathisch. Die Tochter denkt plötzlich, was? Ich dachte, mein Vater ist nur irgendein Laborkittel. Der hat ja richtig Eier. Und trotzdem zeigt es diese Vorstellung, okay, da steckt dieser Albert Wesker noch drin, der vielleicht sich zurückhält, aber der in Wirklichkeit immer noch ganz schnell zu dem Arschloch oder zu dem Bösewicht werden kann. Und das hat mir einfach nur gut gefallen. Du hast nur bis zur sechsten gesehen, ne? Ja. Das ist wichtig, weil du kommst später ins Spoiler-Territorium und es gibt schon noch eine Erklärung, die das auch zusammenführt mit dem Spieluniversum ein bisschen und die auch erklärt, warum es ein anderer Wesker ist. Also, ich will es dir nur nicht vorwegnehmen, aber ich sag mal so, also es führt zu einer der dümmsten Szenen, die ich je gesehen habe, diese Erklärung. Und ich finde sie auch mega, mega unwichtig. Und jetzt bin ich doch gespannt. Egal. Aber immerhin ab da wird's interessant, wird's noch interessanter, was Wesker angeht. Also guck es zu Ende. Aber du wolltest gerade sagen, Rigo. Nein, du hast recht, das ist wirklich eine starke Szene, weil sie, glaube ich, auch als einzige Mal Acting verlangt. Mhm. Und Lance Reddick ist auch bisher in den drei Folgen, die ich geguckt habe, sowieso ein sehr guter Schauspieler, der in so vielen auch Serien und Filmen mitgespielt hat. The Wire, ich glaube, wie hieß es, Fringe? War nicht ich habe ganz dabei? Viele. Ja. John Wick, Destiny hat er synchronisiert und Horizon hat er sich sehr viele Spiele gemacht, schon ganz früher. Stimmt. Castlevania, Quantum Break, Fringe und The Wire, meintet ihr vorhin? Ja, absolut. Also Lance Reddick, der ist echt gut. Der liefert immer ab, ne? Ja. Je nachdem. Und
Und der macht das Beste, was man kann, mit dem, was ihm gegeben wird. Ja, ja. Und ich bestehe auch nicht dann, ich brauche nicht dann das Abziehbild aus den Spielen, die sowieso recht hanebüchen immer sowieso zusammengeschraubt sind. Was so eine Serie machen sollte, ist aber zumindest mir einen erkennbaren Rahmen liefern und dann diese Charaktere auffüllen mit anderen Sachen. Hier wird ja bewusst ein Charakter dann Albert Wesker genannt, und wenn ich die Untertitel nicht angemacht hätte, hätte ich auch gar nicht gewusst, dass es Albert Wesker ist, weil die Albert nur die ganze, wer auch immer. Ja, irgendwann kommt es das erste Mal und dann macht Klick, also das aber ist ja so angelegt. Es ist ohne Scheiß, dass die Art, wie sie hier Fanservice vorgaukeln, nur um dann zu zeigen, dass sie eigentlich nicht weiter bis zur Oberfläche geguckt haben, das macht mich eigentlich am wütendsten bei der Serie, weil dann lasst es ganz. Oder wenn ihr es macht, wenn ihr die Charaktere, wenn ihr die Situationen, Lisa Trevor fällt mir da ein, wenn ihr die einbaut, dann gebt denen nicht irgendein peinliches, unrühmliches Ende 5 Minuten später, nur weil euch nichts eingefallen ist. Ja, ja. Ein Beispiel, nur mal so, wie dumm die Lore quasi da eingebaut wird. Ich müsste es wirklich erklären, das ist kein großer Spoiler, weil es passiert auch nur ganz kurz. Lisa Trevor wird etabliert als eine Figur, ne? Du siehst sie so in so einem Video. Später siehst du dieselbe Figur dann als eine alte Frau, die irgendwie also Zombie-Frau, die gleichzeitig auch noch andere Zombies irgendwie mental beeinflussen kann. So eine Art Queen-Zombie. Das ganze, die ganze Idee dahinter kotzt mich schon an. Aber egal. Und dann, was machen sie? Hacken ihren Kopf ab. Als hätten sie Lisa Trevor keine Ahnung, was ihre einzige Sache ist. Nämlich, dass du ihr den Kopf nicht abhacken kannst. Das ist die Kettensägen-Sequenz? Ne, es ist so, sie forscht quasi und will quasi wissen, warum dieser eine Zombie so krass ist. Und, dann kommt das danach. Nimmt den Kopf mit nach Hause. Ja, alles klar. Ja, aber das macht doch das Setup für die nächste Staffel. Aus dem abgesägten Kopf wächst ein Körper dran und aus dem abgesägten Körper wächst ein zweiter Kopf. Ey, wenn sie das machen, fände ich's gut. Und dann haben sie zwei Sachen. Okay, zugegeben, es könnte sich noch gut entwickeln. Soll das nicht, also, ich meine gelesen zu haben, das soll ja den Kanon respektieren, nennen wir es mal, ne? Dass das aufbauen soll auf der Geschichte der Spieler, die ersten 5 oder so. Und dass es eine logische Weiterführung ist. Also müsste ja eigentlich das ganze Zeug mit Lisa Trevor schon seit Jahrzehnten passiert sein, gefühlt, ne? Ja, es 98. Ist, also so tief darf man das gar nicht versuchen zu analysieren, weil es ist ganz, wie gesagt, ganz oberflächlich. Ich meine, die Namen werden genommen, irgendwo rausgepackt. Also es muss ja alles passiert sein. Diese ganze BSAA und Afrika-Kram aus Resident Evil 5, Wesker im Vulkan verbrannt und alles. Ja, das sieht man tatsächlich, ne? Es gibt ein Flashback, wo man so eine Szene mit Wesker und einem Vulkan sieht, was dann eben auch wieder so ein Callback ist zu Resident Evil 5. Ich habe mal aufgezählt, ohne dass das spoilert, was alles quasi an Easter Eggs drin ist. Und ich sag's euch, keine einzige Sache ist irgendwie lohnenswert integriert. Das ist nur so draufgestreuselt, wie diese Cupcakes, die schön aussehen von außen, weil irgendwie das alles diese Knete ist, diese bunte, und dann schmeckt es aber nur nach Zuckerpampe und Scheiße. Also, Wesker, Umbrella, ein Safe Room mit einer Schreibmaschine, der Riesenwurm, ne, dieser vom Friedhof, ne, der Wurm. Ich glaube, Nemesis ist das, ne? Das ist bei Nemesis, ich dachte immer, stimmt. Es gibt halt so eine Art Wurm. Gab's auch so ein großer Wurm, wo du dich dann, oder war das? Ich meine jetzt in Teil 1, den hast du ja gesehen, in Folge 1 meine ich. Diesen Riesenwurm, den Regenbogen-Riesenwurm, der erinnerte so ein bisschen an diesen Friedhofwurm. Dann, dass Raccoon City genuked wurde, das wird auch irgendwie thematisiert. Der T-Virus natürlich, die Lickers, sehr schöne Szene mit den Lickern, muss ich sagen. Ich arbeite das gerade mal ab, da ich es einmal durch habe. Spinnen kommen vor und dieser eine Auftritt der Riesenspinne, Alter, der ist richtig geil. Und das, sowas gibt mir dann Hoffnung. Und diese Szenen sind auch gut. Die Auftritte der Monster, in jeder Folge gibt es ein Monster, was man so kennt. Ja, oder in jeder zweiten. Aber wenn die dann auftreten, dann sind die auch nicht scheiße. Ja. Also, dann funktionieren die. Und teilweise, wir können nachher noch mal über die Regisseure und alles reden, da sind auch gute Leute dabei. Ich habe versucht rauszufinden, wo es schiefgelaufen ist. Und ich glaube, es ist schiefgelaufen bei den Autoren. Vielleicht auch bei Netflix. Naja, Zombie-Hunde treten auf. Dann gibt es jemanden, der sagt, I'm the master of unlocking. Und das ist alles so blöd. Bestellt jemand ein Jill-Sandwich zum Essen? Nee, aber noch nicht. Warte ganz kurz. Eine Hundepfeife, um Schlüssel zu bekommen. Lisa Trevor, Wesker im Vulkan, das darf ich nicht sagen, das spoilert. Das Outfit von Resident Evil 5, Wesker, dieses Leder-Outfit mit den Klammern, das kommt auch drin vor. Auch geil mit so einer Blade-Sonnenbrille. Es ist so scheiße. Es ist alles daran scheiße. Der Alligator taucht auf, der ist auch geil. Ein Tyrant taucht kurz auf. Ada Wong wird kurz erwähnt. Das ist alles. Die Mondlichtsonate. Wie bitte? Die Mondlichtsonate. Oh, die ist sogar wichtig, weil die tatsächlich an einem Klavier auch einen Raum öffnet. Aber also, das ist noch das Beste. Die Mondscheinsonate, sage ich mal, okay, das gebe ich der Serie. Das haben sie irgendwie umgesetzt. Aber ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich habe nicht gesagt, wenn da kein Klavier drin ist, dann, das ist ja Quatsch. Warum haben sie das so gut umgesetzt und alles andere nicht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann, ich will das gar nicht darüber streiten, ob die das gut oder schlecht gemacht haben. Das, was ich, für mich sind es gar nicht die Autoren, die es kaputt machen. Weil das ist so ein bisschen, weil machst du es den Leuten recht, indem du komplett drauf verzichtest, dann sagen sie, da ist nichts drin. Oder versuchst du das möglichst viel unterzubringen, dann sagen welche, ah, das ist ja teilweise nur eine Nummernrevue, auch wieder, was das angeht. Für mich, ich kann nicht mehr diese handwerklichen, inszenatorischen, gerade im Bereich der Action, Mängel nicht mehr ertragen. Ich habe die Schnauze voll. Das hast du auch gesehen. Die erste, wo dieser der immer ist, dieser Comic Relief Umbrella Hunter, der Jade in der Zukunft. Mhm. Moment mal, ich weiß es. Richard Baxter. Ja, völlig. Mag den Schauspieler übrigens. Könnte eine coole Rolle sein, aber auch einfach nur so eine Mischung aus. Ich bin irgendwie lustig, aber auch bösartig. Ich habe keinen Bock mehr zu sehen, wie Leute 10 Minuten an irgendwelchen Maschinengewehren stehen, niemanden da unten treffen. Dann ist da niemand mehr. Schnitt. Die ballern da immer noch rein. Ich habe keine Lust mehr zu sehen, wie eine, diese, kein Spoiler, es gibt eine Szene, wo Leute flüchten wollen an so einem Dock. Das sind einfach nur freies Schusswelt, 100 Leute, die flüchten wollen, Umbrella kommt, da fliegt eine Drohne und die zeigen das 10 Minuten oder so, wie diese Drohne da parallel fliegt und die ganze Ja. Niemand stirbt. Du hast es. Du kannst komplett drauf verzichten und auch später, sorry, das letzte. Nein, hau raus. Die letzte große, kein Spoiler, diese Szene mit dem Namen, den ich wieder vergessen habe, der Bösewicht, der da nochmal einen großen Auftritt, der da auch natürlich ein bisschen von sich. Meinst du den Übergewichtigen? Ja, genau. Ja, diese. Ich kann's nicht mehr sehen, John Wick-artige. Da ist eine Armee von Zombies, wie heißt es hier? Days Gone. Mhm. So. Und dann ist da einer, ich dachte, wir haben doch irgendwann mal etabliert in der Actionwelt, im Kino, im Fernsehen. Magazingrößen spielen eine Rolle. Dann kannst du nicht einfach mit der AK oder was, alle weg. Und dann hast du noch 2 Waffen, mit denen der sichtbar irgendwie 200 Schüsse abgibt, ohne einmal zu wechseln. Man kann sagen, das ist egal. Das ist eine Umbrella-Waffe. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mich langweilt das so. Aber ich habe eine Frage. Sorry, du meinst diese John Wick-artige Kampfsequenz mit dem etwas übergewichtigen. Die nett inszeniertes, das wollte ich nicht sagen. Sinn ergibt. Bei John Wick machen die nämlich genau das. Alles richtig. Da sagen die, ey, wir haben 20 Patronen, 20 Gegner. Und du siehst jeder Einzelne, du zählst mit, die respektieren, dass gewechselt wird. Und die machen das zu einem inszenatorisch spannenden Moment. Weil jeder sich fragt, Moment, 6-schüssiger Revolver, da muss doch jetzt mal was passieren. Und die ignorieren das nicht. Und hier wird das einfach nur ignoriert, weil irgendjemand sagt, das sieht doch geil aus, wenn der noch mal so, so und so. Und dann, aber das ist so halt scheiße, weil das nimmt alle Ernsthaftigkeit raus. Sorry, jetzt bin ich auch zu Ende. Nein, wir wollen doch den Rand. Wir wollen das doch. Ich glaube, du könntest aus Resident Evil 1 einfach nur Spezialeinheit, vielleicht nur 2, 3 Leute, mysteriöses Haus. Wenn man das respektieren würde, könntest du daraus auch eine komplette Serie machen. Weil du einfach das meine ich ja. Das ist das Mysterium, hier vorzukommen. Jeder Schuss zählt, jeder Treffer. Vielleicht sogar noch ein Rätsel reingepackt, was absurd ist. Und die machen halt diese Mila Jovovich-Scheiße, die ich gerade beschrieben habe. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Und das ärgert mich, hat mich so aufgeregt, dass ich jetzt noch sauer bin. Gregor, darf ich nur einen Satz sagen? Ich fand nur, du kommst sofort, wirklich. Ich fand nur die Szene, die du gerade beschrieben hast, so dumm sie auch ist, das war eines der Highlights, wo ich gesagt habe, naja, die Szene war jetzt irgendwie nicht scheiße, weil man erwartet nicht, dass dieser ungelenke, immer schnaufende Typ plötzlich so eine John Wick-Nummer abzieht. Aber wie gesagt, auch da wieder, es passt überhaupt nicht zum Rest. Ja. Und man fragt sich, warum? Warum ist denn der Typ dann, warum sieht er dann so aus, wie er ist? Es ist die Endzeit, warum, wie kann er überhaupt so groß werden? Andere Themen, Gregor. Also für mich steht's und fällt's, ob bei der Serie oder andersrum, von den Figuren daneben her, ne, die Charaktere eben. Ne? Man kann immer davon ausgehen, ich denke, die Schauspieler sind alle gut, die sie da geholt haben. Die werden ja nicht umsonst, da sieht man ein bisschen so die Cast hier. Und die machen ihre Rollen ja auch gut, aber eben dieser Sympathiefaktor von wegen. Ne? Es muss nicht immer in Richtung Sympathie gehen oder so, aber mir dürfen diese Figuren nicht egal sein. Mhm. Ne? Oder ich muss zumindest irgendein Attachment bei ihnen haben, um zu sehen, Interesse, oh, ist da ein Mysterium, was aufgelöst wird, will ich diesen Werdegang dieser Figur weiterverfolgen? Mhm. Das habe ich nur bei Wesker jetzt hier im Moment bisher. Ne? Wenn man von den Spielen dann her ausgeht, ne? Das sind auch Abziehbilder, reine Abziehbilder und Archetypen, die sie da reingepackt haben. Aber natürlich dadurch, dass wir auch das Gameplay-Element haben, kombinieren wir das mit unserem eigenen Schicksal. Ja? Wir erleben mit denen das Ganze hier, was man machen könnte, ob du eine Serie nimmst oder was anderes. Du hast natürlich dann so ein paar vorbestellte Betten. Ne? Du kannst sagen, okay, so wie das Resident Evil 2 Remake gemacht hat, ich fand das von einer super Neuinterpretation, vor allem auch storymäßig, ne? Aus der eigentlichen simplen Geschichte, die Lucy geht ab in Raccoon City und der junge Polizist und die Schwester, die ihren Bruder sucht, ist da unterwegs. Und alleine die Interaktionen, die sie da mit den neuen Synchronisationen, den neuen Charakteren,
Charakteren da zusammengebaut haben. Das ist auf einem Niveau, wo ich gesagt habe, ey, in der Serie würde ich mir das auch so angucken oder in dem Film. Mhm. Finde ich vollkommen in Ordnung. So, man müsste es zumindest schaffen, wenn sie was Neues aus dem Universum machen wollen. Das soll ja Resident Evil jetzt anders sein. Ne? Wie kann ich mich in diese Charaktere reinversetzen? Ist es mir egal, was sie machen? Oder kann ich irgendwie, dann habe ich ein Interesse dran. Ne? Und wenn mir gleich alle von Anfang an irgendwie egal sind oder cool, jetzt habe ich einen Charakter, den ich in der einen Timeline und der anderen Timeline ins Groß und in Jung dann sehen kann. Und ich mag beide Versionen nicht. Das ist es. Ne? Wir kommen gleich nochmal darauf, auf die Dummheiten und auf die Unsympathie zu sprechen, die ja echt wichtig sind, dass man das Universum ernst nimmt. Ich wollte nur kurz sagen, jetzt, wo ich die Figuren hier alle nebeneinander sehe, du hast doch recht, Gregor, die sehen sich schon ähnlich. Mhm. Also ich meine, so eine gewisse Gesichtsform und du hast absolut, natürlich. Ja. Nee, du hast recht. Ich hatte aber beim Gucken hatte ich irgendwie teilweise echt das Gefühl, okay, das ist irgendwie einfach nur. Ja. Zusammengemixt, weil man halt keine besseren. Ich habe sogar nachgeguckt, wer das Casting gemacht hat, um darüber zu meckern. Aber auch da waren jetzt auch nicht Leute dabei, die schlecht waren. Ne? Ja. Ich möchte mal kurz eine Sache, weil wir auch wenig über so wirklich explizite Beispiele reden. Eine Sache erwähnen, die direkt in der ersten Folge ist. Das heißt, jeder kann sich das selbst angucken und entscheiden, ob er das smart findet oder ob er sich denkt, beim Gucken schon, hä? So, es ergibt keinen Sinn. Wir sind in der Zukunft. Wie heißt sie? Welche ist im Moment? Jade in der Erwachsenenversion ist eine super Wissenschaftlerin und so, sind ja auch mega smart. Das wird später erklärt. Die sind einfach, obwohl sie sich nicht smart verhalten, sollen sie mega smart sein. Dann soll sie aber Kleidung tragen, wo sie sich nicht verletzen kann. Ist das das Beispiel? Ja! Ich warte ab! Wir sind noch lange nicht da. Okay. So. Sie untersucht Zombies, weil sie glaubt, dass bei diesen Zombies irgendwann sich so eine Art Intellekt bildet. Und das deutet sie als eine Möglichkeit, dass der Virus langsam an Stärke verliert, so wie Omikron oder so. Mhm. Und dann ist sie. Dann studiert sie diese riesige Menge an Zombies, die irgendwie. Die verhalten sich auch nicht wie Zombies. Das nervt mich auch. Aber egal. Und dann. Dann siehst du, wie sie ergänzt, dass sie 10 Meter entfernt ist. Das ist doch der Part, auf den ich gerade hin wollte. Oh, Entschuldigung. Das kommt ja erst. Sie ratscht sich irgendwie, sie will raus, denkt, okay, ich habe genug gesehen, ratscht sich den Arm auf, was schon mal, wie du meintest, mega dummes. Lange Ärmel hätte die ganze Serie verhindert. Offensichtlich riechen die nämlich Blut, okay, alles ist anders, sie sehen nicht, aber sie riechen irgendwie so. Und dann siehst du in einem Schnitt, dass sie original 10 Meter auf Augenhöhe mit diesen Zombies in einem Container sitzt und da studiert mit einer Kamera und du denkst so, hä, warum sind die nicht auf dem Container, neben dem Container, unter, alles ist, sie ist quasi an der einen Stelle, wo sie nicht sein sollte und sie ist in der Zukunft die smarteste Person, die seit 20 Jahren überlebt hat. Ja. Ich bin und es ist nicht etwa so, dass man sich denkt, naja, die weiß warum. Nee, sie wird verfolgt und stirbt beinahe. Sie hat keinen Plan, außer ich laufe und ich habe da irgendwo meine Verbrennungsanlage reinlaufen können. Sie hat so einen dummen Ring, da rennt sie rein und dann feuert drumherum und dann wieder coole Bilder. Wow, geile Idee. Ich guck dich das Barbecue an und dann aber ein Zombie, nee, da nicht, aber später hast du auch kommt eine Menge. Und dann aber ein Zombie tackelt sie und sofort sind die anderen ruhig. Quasi, ah, okay, nee, lass das die unter sich austragen. Ja, lass immer diese Scheiße. Ist ja doch intellektuell. Hä? Die haben Filme gesehen und wissen, man wartet. Die wissen, also wenn mein anderer böser Kollege 80er-Jahre ist, Filme gesehen. Dann komme ich. Du willst vorher noch, dann warte ich. Ja. Man muss allgemein sowieso das Nachdenken bei dieser Figur so ein bisschen hinterfragen. Auch jetzt aufs Ende ausgehen, das ist ja noch die erste Folge. So, die versucht ja mit so einem Cliffhanger zu enden, von wegen, oh, du wirst geschnappt von Umbrella oder nicht. Und dann springt sie in die Zombie-Horde rein, die draußen wartet. Alter, auf 20 Meter Höhe springt sie da einfach so einen dummen Aber was soll das denn? Paul S. Wenderson, das ist aber genau das Anderson. Genau, das meine ich doch. Und das ist jetzt keine, das ist nicht zuvor, dass meinem Verständnis nach, den Drehbuchschreibern in der Form oder den Autoren zumindest, sondern wir haben Millionen Serien und Filme gesehen, wo man sagt, wir kommen mit so einer Scheiße nicht mehr durch. Genau das, wie du es gerade beschrieben hast. Weil man sieht das von Anfang an, sie macht sich's wirklich so gemütlich, so ungefähr. Und 10 Meter entfernt sind die Zombies. Weil sie irgendwie in 30 Jahren Feldstudien gelernt hat, nur Blut, alles andere. Also, ich gehe davon aus, dass sie vielleicht schlauer sind. Wie verhinderst du, dass du einen Tropfen Blut dann irgendwie da haben kannst? Das ist so dumm und dann rennen sie da und dann wird so pseudo-cool. Und das ist die Paul-Anderson-Schule, die sich dann eben in diese Action-Szene durchsetzt. Ich bin da voll dabei und das macht so alles kaputt. Weil du könntest einfach, wenn du respektieren würdest, dass Gamer keine Vollidioten sind, genau das sagen. Wie kann man aus so einer Situation, die an sich ja interessant ist, mit dem Blut weiterentwickeln, kann man sagen, kannst du was draus machen. Aber lass doch die Figur in eine glaubwürdige Gefahr kommen, wo sie nicht aus Dummheit drin landet, sondern weil irgendwas passiert, was bei einer Person, die 12 Jahre im Zelt überlebt da draußen, nicht ist, ich ratsche mir den Arm auf, sondern irgendwas anderes. Und dafür brauchst du dann vielleicht doch gute Autoren. Hey, Gregor, sag du noch schnell was, weil dann möchte ich in die Spoiler-Ecke gehen, weil ich was aus den späteren Folgen erzählen will. Du kannst auch gerne da gleich rein, weil so viel ergänzen brauche ich da, glaube ich, nicht. Man muss einfach einen Weg finden, um diese Figuren auch glaubhaft dann
zu machen, ne? Und wenn du Versatzstücke aus den Spielen nehmen willst, wo ab und zu mal große Action, es wird geballert oder sowas, es sollte nie der Notnagel sein, sondern eher was Verdientes. Und ja, eine gewisse Logik, die sich nicht innerhalb der Serie untergräbt, das wäre mir wichtig. Außer du wirst mit dem Highlight schlechthin als Jade in der Zukunft dann am Anfang konfrontiert, weil sie ja alles im Griff hat. Und dann geht das so in die Binsen gleich in 5 Sekunden, wo du denkst, what? Wie hast du denn die Ausbildung überstanden? Genau. Ja, und ich frage mich einfach auch, ich meine, das schreibt man ja mit einer gewissen Idee und dann wird das gedreht. Ja. Und dann überlegen sich ja Leute, ja, ist das sinnvoll? Könnten wir es anders machen? Und ich frage mich, haben sie es so geplant? War irgendwas beim Dreh, dass sie es nicht anders machen konnten? Warum? Ich sag dir aber dieser auch. Container vor der Zombie-Horde, das ist quasi eine Einladung, gefangen zu werden. Das ist saumäßig. Das ist doch einfach nur noch, das kann ich nicht akzeptieren. Ja. Und da hat es schon aufgehört. Das heißt, ich konnte die Serie 20 Minuten nach Start nicht mehr ernst nehmen. Die versuchen ja immerhin durch das Hin- und Herwechsel immer zwischen den beiden Timelines dann zu zeigen, warum sind eigentlich die Figuren auch so geworden. Na gut, speziell bei Jade, weil wir sehen ja Jade auch zumindest in den ersten 3 Folgen, die ich geguckt habe, hauptsächlich in der Zukunft und nicht die anderen. Was mit denen da los ist. Ich habe das Gefühl, in den Vergangenheitsszenen sind auch die Charakterisierung der Figuren sehr flach geblieben. Ja. Ne? Du hast dann so einen Charakterzug. Jade ist bratzig die ganze Zeit und beleidigt alle. Ja, Billy hat immer Angst davor, weil sie einmal als verrückt bezeichnet wurde und wehrt sie nicht. Und da hast du dann die stereotypen Bullies, die da ankommen, die auch wie keine existente Person wirken. Ja. Oh, den das, ich hätte dir 3 freundliche Fragen und dann hau ich dich. Nee, es ist wirklich so. Also wir haben hier Bullies, die kommen quasi zu den Leuten an den Tisch, freuen sich mit denen an, aber 2 Minuten später sagen sie irgendwas total Assiges und dann kloppen sie sich und du hast so eine ganz diffuse Charakterisierung. In diesem New Raccoon City vor allem, also die haben die Stadt, das echte Raccoon City, was dann den Zombies zum Opfer gefallen ist, irgendwo in Afrika neu aufgebaut, als Spezialsiedlung mit Resident, mit Umbrella-Mitarbeitern. Mhm. Das ist auch eine ganz, ganz komische Situation, wo die da alle leben. Ja, es ist so eine generische Vorstadt, die einfach komplett gleichförmig ist und halt in der Mitte sitzt Umbrella und alle arbeiten. Und da darf Wesker dann weiter forschen an seiner Joy-Droge, die allen die Depressionen wegpfeift. Was auch geil ist, weil sie haben so einen generischen Werbespot, wo die CEO, das ist der CEO, wo irgendjemand quasi sagt, also es geht um, du siehst halt glückliche Leute oder so und irgendwie haben die ein Haus und Familie und so. Und dann, wie gesagt, dann sagt auch eine Person, was soll denn dieser Werbespot? Ich glaube, Wesker sagt das. Wesker sagt das, genau. Du siehst Leute, die Familie haben und ein Haus. Und reich wie können die depressiv sein? Und du denkst so, hä? So, aber was hat denn das jetzt mit dem Haus oder der Familie zu tun? Wie viele Leute gibt es, die ein Haus und Familie haben und depressiv sind? Und der Typ ist der Hauptverantwortliche für diese Droge. Das heißt, der sollte sich ein bisschen auskennen, welche Leute eigentlich sind. Sagen, und du denkst so, hä, was ist das für eine Aussage? Was soll denn diese Aussage? Es nicht ist zu Ende so gedacht, ne? Ja. Die haben eine andere Intention. Ist es so eine Wegwerf- aber dann sagen Aussage. Sie dann, ja, Depression hängt ja nur am Geld. Ja, das ist ja, aber das sagen sie im Grunde. Aber die Person, von der es kommt, ist einfach, das ist so blöd irgendwie. Es ergibt null Sinn. Hauptsache, er muss den kritisieren, den Spot, so, weil er hat andere Ansichten. Das ist die Grundaussage. Und daraus kommt dieser Satz, der aber ihn entlarvt als jemand, der gar keine Ahnung hat. Es ist ganz weird. Komm, Spoil. Was super krass, eine Frage noch ganz kurz, was ja wirklich sie sich ja auf die Fahnen schreiben, ist das Thema Diversität. Ne? Das ist wirklich mir noch nie in der Serie so krass aufgefallen. Je mehr Frauen, desto besser. Genau, also zum Beispiel, je mehr Frauen, also komplett durchgemixt. Ja. Was haben wir noch nicht? Welche Rolle können wir wie wo besetzen? Ist und, natürlich Standard. Und auch die Oberbösewichtin ist, gleichgeschlechtliche Liebe. Also hat da so, die haben sich überall bemüht, die Evelyn, dass die natürlich, Themen zu setzen und nicht klischeehaft zuzuordnen, so ein bisschen. Also, das finde ich auch gut, weil sie es einfach durchziehen. Ja. Und man hat es ja bei dem Cast eben gesehen. Ich glaube, das ist so nach alten weißen Männerstandards der diverseste Cast wahrscheinlich, den man so einzige Serie, so sieht. Und es ist Resident Evil. Der einzige weiße Mann ist der übergewichtige Böse. Genau. Es ist ja häufig so gerade im Moment, dass dann Weiße auch nur mit anderen. Aber das ist halt so ein Statement. Ich wollte mal ist ein Statement. Sagen. Ja. Ich glaube, das liegt aber wirklich mehr dem geschuldet. Okay, es gibt auch noch einen weißen Schüler, halt nur einen Student so. Aber da erzähle ich euch später was zu. Jedenfalls finde ich das eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, dieser Fokus auf Frauen ist, weil es eben Teenie-Drama ist und weil es um diese beiden Frauen geht, die sich ja schon so in Kindesbeinen so ein bisschen kabbeln, immer um die Liebe des Vaters und alles, ne? Dann lernen sie über ihre Backstory, dann kommt die Zombie-Apokalypse, für die sie zu 100% verantwortlich sind und damit sind wir jetzt beim Spoiler. Kannst du dein Gesicht ins Zoo packen? Schade. Jetzt mal ganz kurz. Ich guck's nicht zu Ende, mir ist es egal. Die brechen ein mit einer Voicemail von ihrem Vater in dem absolut Hochsicherheitstrakt von Umbrella.
ein Wachmann oder vielleicht, ich glaube, ein Wachmann ist irgendwo. Die kommen also bis zum Ende. Da ist dann ein Zombiehund, den lassen die natürlich raus. Der Zombiehund, was macht er? Er beißt eine von beiden. Und was machen die dann? Sie versuchen zu kaschieren. Natürlich. Und dann entdeckt es Wesker und der versucht es auch zu kaschieren. Und dann machen sie alle erstmal nichts. Ja. Für 5 Folgen. Was war jetzt mit den Überwachungskameras, die da drin sind? Also Wesker hat ja versucht, es zu verschleiern, indem er sich Blut dran geschmiert hat. Und er hat das ja geschafft, zu hacken und zu verschleiern. Okay. Ja, genau das. Alles. Weil die sind sich dann auch nicht zu schade dafür, in dem Moment. Also, genau wie du es gerade gesagt hast, die gehen da rein, untersuchen alles, lassen den Hund frei, wird gebissen, Wesker kommt vorbei, die vertuschen noch alles und sind sie nicht zu schade, dann zu zeigen, 800 Stunden später, kommt dann die Kavallerie von Umbrella mit Blaulicht an und stürmt den Laden, wo man denkt, sag mal, das sind eure Sicherheitsmaßnahmen. Euch gehört diese Stadt. Ja, 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 also da sagt ihr, ach, das ist nicht so wichtig, überall haben wir Augen und überall haben wir Stimmen. Zwei Teenies können da einbrechen. Wir waren alle beim Lichtfest heute Abend. Das ist, echt, das ist so bitter. Das, ja, und vor allen Dingen, die brechen da ein und ins Innerste von Umbrella kommen sie, weil sie denken, dass sie eventuell Tierversuche machen. Ja, ja, ja. Ey, es ist einfach, ich kann das nicht mit einem Straight Face hier erzählen, weil ich jedes Mal auch lachen muss. Ich habe noch eine Sache, die ist so geil scheiße, dass ich die mit euch teilen will. Es ist ein bisschen Spoiler, aber ey, ganz im Ernst, es ist auch nicht, es ist egal. Es ist so. Jade ist ja ein Genie und er findet, weil sie ja ein Genie ist, irgendwann so ein Spray und dann nehmen einen die Zombies nicht mehr wahr. An sich eine gute Erfindung. Sie testet es in einem Raum, wo ihre Tochter ist und ein Zombie, den sie dahingeschmuggelt hat, in die Geheimbasis der quasi Rebellen gegen Umbrella und so, und aber zum Glück mit so einem Paketband festgebunden hat. Das ist sicher. Was passiert. Okay, bleib mal ganz kurz. Also, sie sprüht sich ein, dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, der Zombie, er nimmt mich nicht wahr. Ich gehe mal ganz nah ran, buga-buga. Und so, es gibt 100 Möglichkeiten, das zu testen, ohne dass sie das selbst, weil sie auch die einzige Person ist, die das weitergeben könnte. Das ist so. Das, egal. Und dann im Hintergrund kommt natürlich die Tochter, weil sie nicht dran gedacht hat, die Tochter vielleicht in ein anderes Zimmer oder so, oder sie auch einzusprühen. Nee, einfach vergessen. Und dann kommt die Tochter, oh, es funktioniert. Zack, was passiert? Nein. Zombie beißt die Tochter. Zombie reißt sich los, weil diese Paketband-Scheiße natürlich nicht funktioniert. Also es war irgendwelche so Gurte, ne? Aus welchem Grund er die plötzlich losreißen kann, I don't know. Direkt jetzt aus der als, Familie nehmen. Es wird noch Tochter. Besser. Und dann rennt die Tochter natürlich weg. Sie sind in der Rebellenbasis. Niemand weiß, dass da ein Zombie ist. Und sie rennt weg und der Zombie rennt ihr hinterher. Und plötzlich ist von Jade, die ja mega genial und super krass ist, nichts mehr zu sehen für eine Weile, weil sonst würde sie ja den Zombie aufhalten. Stattdessen frisst der Zombie ein paar Leute. Oder eine Person, zwei, ich weiß es nicht. Jedenfalls sterben Leute aufgrund der Unfähigkeit von dieser angeblich supersmarten Person, die noch nicht mal ihre eigene Tochter beschützen kann. Das Spray. Zieh dir das mal rein. Könnt ihr euch eine Mutter vorstellen, die einen Zombie mit einem Band sichern würde und im selben Raum die Tochter einfach so rumspazieren? Das ist für mich unverständlich. Also nachdem sie vor allem gerade diese, die haben ja auch das klassische Zombie-Klischee noch mal ein paar Folgen, in der dritten war das jetzt, wo die eine Familie das Zombie-Kind noch mitschleppt, was vor 3 Tagen gebissen wurde. Ne? Und die das, also da hat Jade am eigenen Leibe gesehen, die auch eine Mutter ist. Ja, wie extrem das sein kann, wenn das Kind dieser Zombie-Plage zum Opfer fällt. Ist das seit 20 Jahren? Und wieso hat sie einen Zombie mit in die Station gebracht? Einfach so, um zu testen? Damit sie das testen kann. Warum kann sie das nicht auch eine Ratte machen? Nehmen können oder einen Floh? Nee, es muss ein ganzer Zombie sein. Sie hätte ihm die Beine brechen können. Nein, sie hätte ein besseres Band nehmen können. Nein, sie hätte die Tochter weg. Sie hätte die Tür zu machen. Sie hätte 1 Milliarde Sachen machen können. Und das Was hat sie gemacht? Sie hat sich die Frisur gemacht. Jeden Morgen im Zelt. Die ist immer wirklich sehr sauber, die Frisur. Die gefällt mir. Und die wechseln auch die Frisuren. Soll mal keiner sagen, dass man nicht schön sein kann in der Zukunft. Nee, also ich habe meine Probleme extrem mit diesen Hauptfiguren. Und ich habe so viel gelesen und alle sind sich einig. Schmeißt die Hauptfiguren raus. Nichts gegen die Schauspieler, aber schmeißt die Hauptfiguren raus. Jung und alt, schmeißt sie raus, macht eine andere Geschichte. Und dann wäre das vielleicht sogar gar nicht so scheiße. Weil ich hätte lieber die Spinne eine Folge lang gesehen. Oder immer ein ich finde, Black Summer zeigt ganz gut, dass man auch aus einer generischen Zombie-Nummer ohne groß Überbau, nur durch die Art der Präsentation was machen kann. Black Summer hat richtig gute Ideen, sowas wie so eine Point-of-View-Zombie, die dann auch mal eine Weile durchgehalten wird. Oder sie verfolgen einen Zombie für 30 Minuten so. Was macht das? Das würden die ja nie machen. Genau, aber man kann was daraus machen, wenn man es gut präsentiert. Und das haben die halt nicht. Deswegen, also man muss sagen, 8 Folgen offensichtlich packen die eine Story rein, wo man sagt, ey komm, andere Serien hätten daraus 3 Staffeln gemacht. Und das teilweise auch zu Recht. Indem man einfach mal sagt, mach es doch langsam. Du musst doch jetzt nicht einmal um den halben Kontinent die Person jagen. Durch 20 Apokalypsen und Camps und Massenschlachten. Wenn das
alles scheiße ist, dann lasst es. Dann, ja. Wenn das alles scheiße ist, dann lasst es. Aber das braucht, glaube ich, einen Mutigen. Braucht einen Mutigen, kommt der das dann auf sagt, den Klappentext so mit drauf, ne? Ja. Ich nenne mal ein paar Sachen, die von den Regisseuren, das ist übrigens interessant, weil die hatten 4 Regisseure, was finde ich viel, keine Ahnung, vielleicht Standard bei Serien. Jeder hat 2 Folgen gemacht. Und da war Rachel Goldberg dabei, die hat American Gods zum Beispiel gemacht, also echt Leute, die sich auskennen. Jetzt werdet ihr gleich ein paar Einflüsse merken. Rob Seidenglanz hat Riverdale gemacht, was enorm viel Ähnlichkeit hat. Das hat aber enorm viel Ähnlichkeit mit dem Teenie-Drama, was uns hier ja, hatte. Okay, ja, es ist sehr wild. Und Sabrina. Das neue Sabrina. Ich glaube, das neue. Ja, okay. Und dann Bronwyn Hughes hat Breaking Bad gemacht und Better Call Saul. Also da hast du Regisseure, die eigentlich, was Bilder angeht, kann man nicht, also die werden schon, vielleicht haben sie die schlechteren Folgen gemacht von Breaking Bad und Better Call Saul, aber die sind immer noch gut. Und dann hast du noch Barton Silver und der oder die, ich weiß es gar nicht, hat The Boys gemacht zum Beispiel und Flight Attendant. Also das sind auf dem Papier gute Leute. Und ich denke, wie gesagt, ich denke. Aber die müssen eben auch Papier bekommen, womit sie gute Leute sein können. You really want me to. Das soll ich verfilmen? Und was glaubt ihr, wer hat, welcher, also den Autor kennt ihr auch nicht, aber, na, ihr wisst eh nicht, aber der Autor Andrew Depp, der hat eigentlich nur als Producer eine Sache gemacht vorher. Und die ist so stellvertretend für all das, was mich hier nervt, der hat Supernatural gemacht. Und das passt auch schon wieder. Supernatural ist wieder, das ist doch ganz gute Serie, oder? Na, mir geht's nicht darum, aber das war eine Serie in den 90ern. Die hat irgendwie 20 Jahre überlebt. Ich glaube, die war sehr, sehr lange noch aktiv. Und es ist aber, krieg diese Vibes. Ich krieg diese TV-Nachmittagsserien-Vibes, wenn ich Resident Evil die Serie gucke. So, das läuft so, du holst dir zwischendurch auch mal irgendwie Smacks oder irgendwas, eine Schüssel Müsli. Du verpasst ja eh nichts dazwischen. Was ich sagen will, ist genau, du lässt nämlich laufen, weil ihr denkst, komm, das, dir brauche ich nicht mal Pause drücken, so egal, es ist mir. Das ist die Art von Serie, die Resident Evil ist. Ja. Meiner Ansicht nach. Das ist mein Fazit. Ja, also habt ihr noch was zu sagen? Wir müssen leider, ich würde gerne noch echt noch einmal mit euch über Resident Evil, wie es sein könnte, reden, aber wir haben keine Zeit mehr. Ja, es könnte alles sein. Aber ich würde mir einfach wünschen, konzentriert euch auf das, was mein Resident Evil ist und macht das gut. So. Und nicht irgendwelche Spezialeinheiten durch irgendwelche. Ich habe da keinen Bock. Ja, egal, ich will nicht schon wieder anfangen. Ich fand es nicht so schlimm, sorry, um mein Endfazit zu ziehen. Ich will hier auch überhaupt nicht schönreden. Ich guck's mir zu Ende an. Ich habe nach diesen, oh Gott, 3,4 habe ich viel Schlimmeres erwartet. Ich kann aber auch absolut verstehen, dass hier ein Erwartungsmanagement mit verbunden ist. Unglaublich schwer es richtig zu machen oder allen recht zu machen. Aber genau deswegen, glaube ich, brauchst du dann manchmal eben die Mutigen, die sagen, steht Resident Evil drauf und ist auch viel Resident Evil drin. Aber ich kalkuliere ein, dass 80% der Leute, die die Filme gucken, die die Spiele spielen, seit 30 Jahren lieben, abgefuckt sind. Aber ich konzentriere mich auf den Kern und den will ich richtig gut machen. Und wenn ihr offen dafür seid, geht mit mir. Und dann kommen nämlich manchmal diese, wow, der Reboot ist richtig gut. Es funktioniert plötzlich. Und ja, irgendwie ist es auch noch Resident Evil. Aber das ist es nicht. Sondern es ist so ein Mix aus allen möglichen Geschichten reingebracht, komplex, Action, Charaktere. Und da verzetteln sie sich dann irgendwie in der Qualitätssicherung. So, Feierabend. Ja, für mich persönlich, ich würde es auch näher dran sein an dem, wie ich mir Resident Evil vom Gefühl her vorstelle, wenn ich mir so eine Serie oder einen Film angucke. Und für mich bedeutet das in dem Großen und Ganzen, ich will Leute in ausweglosen Situationen haben. Ne? Wenige gegen viele. Ne? Und dann nicht nur mit Waffengewalt, sondern auch das Nachdenken, was innerhalb der Spiele dann eben ein wichtiges Element ist, wo du dann tatsächlich dann zeigst, dass diese Figuren schlau sein müssen. Ne? Auf die eine Warum oder andere denn? Art. Wenn du unendlich Magazine hast und weißt, dass jeder Schuss ein Treffer ist, dann springst du mal über eine Kiste, weichst dann da noch mal aus und die ganze, das ist doch super spannend, ist doch geil, Leute. Dafür zahlen die Leute doch Geld. Aber ich bin da voll bei dir, ja. Eben, ne? Also das wäre es für mich, aber ich bin dann auch, wenn ich das jetzt nicht für hier weitergeguckt hätte, ich ja aufgehört, weil ich mittlerweile mir auch sagen kann, das ist nicht für mich, deshalb bin ich da raus. Ja. Ich will auch zumindest wissen, warum die Figuren überleben, was sie Smartes gemacht haben, so John Wick-Style, warum sie immer noch am Leben sind nach all den Kämpfen. Ich hätte noch was, eine letzte Idee auch von mir, weil ihr gerade 2 genannt habt, die alle gut waren. Ich fände noch sowas, das habe ich online gelesen und ich habe es mir direkt im Kopf vorstellen können, sowas wie 24, also so ein Stück, ein Einsatz von einem dieser von Umbrella, diese Söldnertruppen, die die Bioweapons irgendwie recovern oder die das quasi in diese in Raccoon City reingehen, irgendwas einsammeln und dann wieder raus. Und das ist quasi, die Extraction ist quasi diese Serie schon. Und du zeigst einfach nur den Weg dieser Einheit, die dann 12 Stunden versucht, irgendwie rein und wieder rauszukommen mit dem Missionsziel. Natürlich passiert da noch viel mehr. Aber das würde mir auch schon reichen. Ey, mach sowas wie, also Resident Evil, die ersten Spiele mit dem ganzen Sonderteam geht irgendwo hin. Man wissen das von Aliens, dem Film. Na? Also so die Sonderangreiftruppe und da geht viel schief, aber manche Leute stellen sich dann heraus als die vielleicht, die dann da überleben können. Aliens ist immer ein sehr, sehr gutes Vorbild. Ja.
egal. Genau was. Das, exakt, exakt das. Und das, genau, das, ich würde es mir angucken. Wenn du da einen fähigen Mann oder Frau oder wie auch immer Menschen dran lässt, der das gut inszenieren kann, wäre uns, glaube ich, allen geholfen. Also ich sag mal so, offensichtlich kann man ja jeden nehmen. Offensichtlich können wir drei einfach in der Netflix was anbieten. Vielleicht auch eine gute KI-Routine. Mittlerweile machen die auch Kunst, habe ich gehört. Wollen wir denn nicht noch in der zweiten, wir könnten in der zweiten Folge noch, dass sie ein Raumschiff finden und mit denen zu einem anderen Planeten fliegen. Mehr ist mehr, oder? Also, ja, mehr ist mehr. Ende Staffel 2, das war alles das Holodeck. Ja, im Jahr 8000. Ja, dann ab und zu schneiden wir mal so verschwommene Bilder. Die Gesellschaft besteht aus intelligent gewordenen Lickern. Mir ist natürlich am allerwichtigsten, dass es immer eine Metapher unseres heutigen Zeitgeistes ist, weil ich so schwer verstehe, was unsere Probleme sind, dass ich eskapistische Medien brauche, die mir das erklären, die mir das spiegeln, weil ich nämlich zu dumm bin. Aber Resident Evil ist sehr smart und zeigt mir die Probleme. Absolut, exakt. Und Zombies. Ja. Na gut, wir müssen aufhören. Schröckert ist nächstes Mal leider auch noch nicht da. Da geht's um Umbrella Academy. Habt ihr das gesehen? Das hat nichts mit Resident Evil zu tun. Das stimmt. Da geht's um Umbrella Academy dann auch noch mal ohne den lieben Schröckert. Dann ist er aber wieder da. Ja, macht's gut, Leute. Es war schön. Serie braucht ihr nicht gucken. Bis dann. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.